Endlich Urlaub und rein ins Vergnügen. Ob im Pool, am Strand oder bei der Frühgymnastik, beim Cluburlaub sind sie immer dabei. Animateure. Sportlich, kreativ, vielseitig. Solche Multitalente müssen gecastet werden. Und wer entdeckt sie? Natürlich er. Herzlich willkommen bei Sunny, dem automatischen Castingsystem. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Alter. Jemaina Keinzel, 22 Jahre alt. Bitte nennen Sie Ihre Kleidergröße und Schuhgröße. Kleidergröße 38, Schuhgröße 39. Finden Sie, dass Sie gut aussehen? Ja, wenn ich mich schön zurecht mache, dann ja. Dann habe ich auch ein gutes. Ist noch jemand außer Ihnen dieser Meinung? Ja. Wer? Mein Freund. Der gilt nicht. Der muss das ja sagen. Haben Sie Talente? Ich kann ganz gut gackern. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ausgezeichnet. Aber wer hat Ihnen gesagt, dass dies ein Talent ist? Wir testen nun Ihre Kondition. Legen Sie nun den Messhelm und den Pulsmesser an und beginnen Sie zügig zu treten. Ah, das ist aber ein sehr ausgefallener Messhelm. Dies ist leider nicht der Messhelm. Bitte legen Sie den Hut ab. Okay. Beginnen Sie nun zügig zu treten. Währenddessen testen wir parallel Ihre Intelligenz. Zählen Sie bitte ab jetzt Ihre Schritte, aber stumm mit. Und sagen Sie dazu das Alphabet rückwärts auf, so schnell Sie können. Z, Y. Geht das etwas schneller? Nein! Bitte starten Sie erneut. Sie wissen, was ein Alphabet ist? Ja, Z, Y, X. Unser Alphabet ist etwas länger. Bitte beginnen Sie erneut. X. Offenbar hapert es etwas mit dem Alphabet. Ja. Aber Sie können schreiben und lesen? Ja, sicher. Das ist schön. Wie steht es mit Rechnen? Ja, super. Gut, dann, was ist die dritte Wurzel aus 6859? Das ist 7938. Diese Antwort ist leider falsch. Ach, schade. Ich sehe schon, die tiefen Teller haben Sie auch nicht erfunden. Nein. Sie wissen, dass für Animateure auch Benehmen wichtig ist. Ja. Deshalb folgende Frage. Soll man Kaffee mit der linken oder mit der rechten Hand umrühren? Mit der linken Hand. Okay. Unsere Empfehlung lautet, statt der Hand einen Löffel zu nehmen. Okay. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Schritte zu zählen. Ja. Wie viele Schritte waren das bisher? 51. Vielen Dank. Bitte. Sie lügen sehr schön. Ja, ne? Das soll reichen. Sie müssen jeden Abend auf die Bühne. Deshalb nun einige Schauspielübungen. Oh, gut. Schauen Sie leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Das also ist Leidenschaft. Ihre Freundin ist wirklich nicht zu beneiden. Leidenschaftlich. Vielen Dank. Schauen Sie hungrig. Hungrig. Müssen Sie aufs Klo? Sie sehen so aus. Wir üben nun Musik und Tanz fürs Club-Musical. Kennen Sie das Lied Hänschen klein? Ein bisschen. Ich möchte Sie bitten, davon eine Rap-Version zu singen. Das willst du jetzt nicht ernsthaft von mir haben. Achtung! Nee! Hänschen klein, ging allein in die Watte hinein. Stock und Hut, denn ihm gut. Ist gar wohl gut. Aber Mutter weint sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Hause geschwind. Das möchten wir nicht auf der Bühne hören. Nee, ich auch nicht. Wir üben nun dafür einen typischen Clubtanz ein. Ja, bitte. Bitte legen Sie dazu das Baströckchen an und nehmen Sie den Federhut und die Blumenketten. Der Tanz ist ganz einfach. Links vor, rechts vor, Flügel schlagen, einmal drehen und Arme hoch. Wir zusammen. Links vor, rechts vor, Flügel schlagen, einmal drehen und Arme hoch. Vielen Dank. Striptease gehört nicht zu unserem Kerngeschäft. Bitte bekleiden Sie sich erneut. Sehr gut.
Der Text dazu. Ole, ole, viva he, kokoroko koko he. Ole, ole, kokoro, ole, 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 ole. Sie waren nicht ganz textsicher. Ja, das ole, ole, viva he, kokoroko koko he. Wunderbar. Und das Ganze jetzt in der zweiten Strophe bitte im Entengang. Was? Im Entengang. Und gemeinsam. Ole, ole, viva he, kokoroko koko he. Ole, ole, viva he, kokoroko koko ole. Vielen Dank. Bitteschön. Mit dieser Tanzeinlage sind Sie qualifiziert für die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Vielen Dank.